eine etwas prekäre Situation, no? Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Natürlich, natürlich. Aber dies ist eine bemerkenswert tiefe Grube. Und in dieser geschichtsträchtigen Gegend bedeutet das bestimmt, dass da unten antike Gegenstände rumliegen. Ich kann dich nicht überreden, mal kurz runterzuspringen und nachzusehen. Sehen Sie, das ist genau mein Problem. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Sie viel qualifizierter sind, die Geheimnisse der Grube zu enträtseln. Es sei denn, Sie vergessen alles beim Aufschlag. Vielleicht würde es den Fall etwas bremsen, wenn Sie unnötigen Ballast abwerfen. Vielleicht den Stein, den Sie mit sich rumschleppen. Ich hatte mich schon gefragt, wann du auf dieses Thema kommst. Zieh mich rauf und der Stein gehört dir. Und dann leben wir alle glücklich bis ans Lebensende. Kann ich mir nicht vorstellen. Geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie mich nicht anrühren, wenn ich Sie aus der Grube hole. Du hast mein Wort drauf. Der Stein? Also wirklich, Miss Croft, Sie haben mir Ihr Wort gegeben. Nun kommen Sie schon, Lara. Lara, Sie haben mir versprochen. Würden Sie es vielleicht über das Erz bringen, mir rauszuhelfen? Ich scheine hier abzurutschen. Das würde ich ja lieben gern, Pierre, aber das wäre gegen unsere Vereinbarung. Vereinbarung? Na, dich nicht anzurühren, schon vergessen, Dummerle. Na egal, ich bin sowieso spät dran, ich muss weg. Aber ich... Lass dich nicht aufhalten von mir. Dieser Ton signalisiert eigentlich, dass Pierre gestorben sein müsste. Aber, ja, er hat, wie wir wissen, überlebt. Ich frag mich immer noch, wie. Warte mal, wären wir auf der anderen Seite? Ja, wenn wir hier entlang gegangen, dann wäre uns nichts passiert. Aber nein! Muss natürlich den dummen Weg wählen. Naja. Okay, damit ist klar, Pierre muss tot sein. Wie hat das dann in... Warte mal, wir bekommen kein... Fällt jetzt erst auf, dass unser Leben nicht aufgefüllt wird, wenn wir in einen neuen Bereich kommen. Aber okay, es ist ja noch nicht wirklich ganz ein neuer Bereich. Dann setzen wir den Edelstein ein. Jedes Mal. Warum, Lara? Warum willst du nicht einfach mal so springen, wie ich das gerne hätte? Spring doch mal! Mein Gott, ey! Nie will sie springen. Wirklich nie will sie springen. Oder? Okay, ich wollte schon sagen. Ah, Lara, du machst mir das Leben schwer, weißt du das? Machen wir es so. Starten wir wenigstens jedes Mal mit der Cutscene. Geht doch.
War das so schwer, Lara? Ich hasse dich. Lara, ich hasse dich. Wirklich. Ich glaube, dahin kommen wir noch gerade eben hin. Was heißt noch gerade eben? Also es war jetzt nicht allzu schwer. Aber hey, wir müssen uns jetzt einmal rumhangeln. Ich dachte, Lara schafft das auch so, aber nein, anscheinend ja nicht. Okay, Pierre und Larsen sind tot, beziehungsweise haben überlebt, aber sind aus dem Weg. Ich frage mich wirklich, wie die das überlebt haben, aber nun gut. Ist ja nicht das Einzige, was hier noch so komisch sein wird. Nein, da hat das Spiel noch einige andere Überraschungen für uns. Release the Lion! Warum wurde ich gerade zum Cäsar? Ignorieren wir gerade einfach mal, was ich gesagt habe. Wie komme ich auf Release the Lion? Und warum sollte ich das sagen? Und wer soll hier bitte den Schlüssel haben? Ah, warte mal. Er hat einen Schlüssel. Ganz einfach. So kompliziert war das jetzt nicht. Und App. Boah, krass. Wir können ihn ja die Rüstung abschlagen. Der ist ziemlich nah dafür. Eieiei. Eieiei. Oh, der hat mich getroffen. Das hat weh. Du hast keinen Arm mehr, mein Freund. Wie gesagt, Arm ab. Schlüssel leider auch nicht. Kommen wir dann wahrscheinlich hier hinter. Na, geht da so weit von hinten los. Bin überrascht, schätze ich. Geht hier mal was nicht nach hinten los? Wo ist der Haken? Wo ist der Haken, meine Freunde? Hm? Meine Freunde von Core Design.
Zählt aber alles noch zum Level Kolosseum. Das ist ein ziemlich langes Level. Wir sind beim Ende. Der Stein der Weisen. Oder der Stein des Philosophen. Von Nicolas Flamel. Und so endete die erste Unternehmung von vielen. Ich bin sicher, Miss Croft wäre die Erste, die sich für ihren nicht immer ganz respektvollen Umgang mit einigen der zerbrechlicheren religiösen Artefakte entschuldigen würde, Vater Patrick. Keine Ursache. Geschah doch alles für eine gute Sache. Zumindest wussten wir immer, dass sie in Sicherheit waren. Und zum Glück hat die Kirche nie einen kugelsicheren Gesandten geschickt, um sie abzuholen. Ah ja, aber sie kannte ihren Platz in der großen Ordnung. Einige Dinge, das hat uns die Geschichte deutlich gemacht, lässt man am besten einfach ruhen. Ich spreche in Rätseln. Ich rede natürlich von dem bedauernswerten U-Boot. Ah ja, die U-Boot-Episode. Miss Croft hat mir nie alle Details verraten. Zu meinem eigenen Schutz, wie sie immer wieder betonte. Genau, Winston. Und dafür sollten Sie dankbar sein. Tief im Frachtraum dieses Bootes lag eines der mächtigsten Artefakte des Christentums. Ein Artefakt, das jede Armee, der es vorangetragen wird, unbesiegbar machen soll. Der Speer des Schicksals. Sie würden es vielleicht göttliche Fügung nennen, dass dieses U-Boot mit seiner kostbaren Fracht niemals ins Vaterland zurückkehrte. Es verschwand nach dreiwöchiger Fahrt einfach von den Radarschirmen. Aller 52 Seeleute. Und noch etwas anderes liegt dort. Etwas viel Böseres. Der Hafen Zapadnaya-Litsa, einst der Stolz der russischen Nordmeerflotte. Sergei Michailows Männer, die meisten davon Ex-KGB-Agenten, gut ausgebildete Killer. Ich hatte schon mal mit Mafiosi zu tun. Unangenehme Erinnerungen. Gehe ihn lieber so weit wie möglich aus dem Weg. Ja, das würde ich auch am liebsten. Wohl kaum eine groß angelegte Suchaktion, oder? Sie verschweigen mir doch was. Ja. Ich bin ein großes Mädchen, also raus damit. Schlechte Neuigkeiten. Der verantwortliche Admiral. Er wurde ebenfalls gekauft. Und damit auch sein Schmuckstück. Ein Atom-U-Boot. Es liegt in einem der Docks. Na, wie fein? Atom-U-Boot? Richtig nett. Der perfekte Lara, Urlaub. Moment. Nehmen Sie dieses Ortungsgerät mit. Aber, Sie machen sich doch nicht etwa Sorgen um mich? Na, irgendjemand muss es doch tun. Wie rührend. Warten Sie nicht auf mich. Okay. Und da wären wir auch schon. Nämlich in der Basis. Ja, so wie es aussieht, ist einiges hier heruntergekommen. Nur ich schätze einfach mal nicht, dass wir uns hier aufhalten sollten. Danke, es war genau das, was ich mir schon dachte. Den Herrn brauchen wir also.